Der Cottbusser Weg des Ruhmes ist gestern um ein paar Meter gewachsen. Robert Harting, Maximilian Levy und Paralympics-Teilnehmer Norbert Mosandel haben gestern die neuen Medaillen vor dem Rathaus enthüllt. Insgesamt 5 sind es geworden. Eine goldene im Diskus durch Harting, 3 silberne für Maximilian Levy, Toni Martin und Norbert Mosandel sowie eine in Bronze für Levy im Teamsprint. Die Olympiahelden durften sich zudem im goldenen Buch der Stadt eintragen. Der Weg des Ruhmes ist weltweit einzigartig. Eine Auszeichnung, die auch für Olympiateilnehmer besonders ist. Es ist ja trotzdem erst die zweite, die dritte und erst die zweiten Olympischen Spiele. Und man arbeitet eben 4 Jahre lang darauf hin und da kann man dann auch stolz sein, wenn man nach Hause kommt. Und es ist natürlich schön, jetzt hier in der eigenen Stadt so eine Würdigung zu erfahren. Ich finde es geil, also es sieht auch gut aus. Ich habe es vorher noch gar nicht so gesehen, auch als ich reingekommen bin und bin sehr stolz gerade. Robert Harting ist in Cottbus geboren. Mit 17 ging er nach Berlin. Dort wurde er Welt- und Europameister. Vorläufiger Höhepunkt ist der Olympiasieg in London. In all seinen Medaillen steckt aber immer noch ein Stückchen Cottbus. Mit 12 Jahren habe ich ja Leichtathletik angefangen bei Ralf Launroth. Ja, und 1,76 groß, 12 Jahre. Füße und Hände machen, was sie wollen, nur nicht das, was sie müssen. Und es war sehr schwer. Und hier habe ich eigentlich Koordinationsschule bekommen und da wurde das alles begonnen. Der Weg des Ruhmes wurde 2006 durch die Deutsche Olympische Gesellschaft Stadtgruppe Cottbus ins Leben gerufen. 51 Medaillen wurden seitdem im Boden eingelassen. Ja, schön ist zu sehen, dass diese Erweiterungsfähigkeit, die wir damals in den Raum gestellt haben, auch gegeben ist. Wir konnten ihn 2008 nach Peking erweitern und jetzt auch 2012 nach London heute hier mit 5 weiteren Medaillen bestücken, sodass die Nordseite des Rathauses wirklich schon fast bis ans Ende mit Medaillen im Bürgersteig hier bestückt ist. Aber alles halb so wild. Das Rathaus hat ja noch 3 weitere Seiten, auf denen genügend Platz für neue Medaillen ist. Einen Bonus für die Medaillengewinner gab es noch von der Sparkassen-Finanzgruppe. Der Olympiapartner übergab für jede Medaille eine Prämie. 3.000 Euro für Einzelsieger, 5.000 Euro für Teamdisziplinen. Das Geld soll für den Nachwuchsbereich der Heimatvereine verwendet werden.